vertraute endlose Kälte. Wo bist du? Warum zeigst du dich nicht? Corvo, alter Freund. Soll ich es wirklich sagen? Die nächste Kaiserin verloren? Du hattest mein Mal nicht ohne Grund. Ich wollte wissen, was passiert, wenn ich das Leben eines guten Mannes zerstöre. Sein Gesicht in den Dreck stoße. Was er tun wird, wenn er die Chance hat. Und was für ein Anblick. Du hast dich blind und Schrecken verschrieben. Hast alles gegeben. Und 15 Jahre lang verhindert, dass es noch einmal geschieht. Bis heute. Und diesmal weißt du, wo es hinführt. Wirst du es wieder tun? Wo ist der Mann von damals? Es ist wie damals. Das Nichts. Es war hier die ganze Zeit. Hätte nie gedacht, nochmal hier zu landen. Ist genauso gut wie damals. Jetzt rette ich Emily und hol ihren Thron zurück. Ich war hier schon mal. Dem Echo meiner selbst tut es gut, dass du hier bist. Jessamine, selbst wenn ich nur noch dein letztes Echo höre, ist das genug. Nur ein Relikt meiner Essenz, die noch bei dir weilt. Wie sehr ich mich danach sehne, dich in meinen Armen nehmen zu können. Doch höre mein Angebot. Geschenk und Fluch zugleich. Rufe mich zu deiner Hand und ich werde dich führen. Delilah wirklich? Jessamines Schwester? Mit dem Outsider-Zeichen? Delilah tötete einen Mann für ein paar Schuhe und malte einige der herrlichsten Bilder dieser Zeit im selben Jahr. Ehrgeiz und Überleben, Kunst und Magie. Mit einer Raffinesse, die alle um sie zu Kriechern macht. Das Ende hast du ja im Dunmore Tower selbst erlebt. Delilah spielt ein langes Spiel und ist jetzt Kaiserin. Aber ich verrate dir was. Sie hat etwas wesentlich Größeres im Blick. Immer wenn man denkt, man hätte es raus. Gerade wenn man sich zurücklehnt, blickt man auf und sieht Wölfe vor dem Tor. Wölfe mit roten Schnauzen.
Im Blutrausch. Alles ist den Bach runter. Ich war 18, als ich Karnaca verlassen habe. Auf einem Schiff nach Dunwall. Es war Morgen und ich hatte die Nacht durchgetanzt. Ich war ziemlich blau und aufgeplustert. Wegen der Gunst des alten Herzogs und weil ich mich für den besten Fechter der Inseln hielt. 3 Dutzend Jahre später sind viele meiner Feinde tot. Die meisten haben es verdient, aber spielt das denn eine Rolle? Ich habe zahllose Morde gestoppt, nur den einen nicht, der mich verzehrt. Wer hätte gedacht, dass ich als der meistgesuchte Mann im Reich nach Karnaca zurückkehre und die Spur eines brutalen Mörders verfolge? Wer hätte gedacht, dass ich wieder auf der Flucht bin, bereit, erneut durch ein Meer aus Blut zu waten? Verflucht sein. Der alte Sack. Was für ein Dreck. Zurück in die Stadt. Wie hätten wir es damals gemacht? Schatten und scharfes Metall ganz genau. Na gut, manches haben sie erklärt. Doch was wollten sie und Sokolov hier? Der alte liebt Karnaca. Aber er bekam Wind von einer Intrige um den Kronenmeuchler. Er wollte sie warnen. Wir hörten von wachsendem Unfrieden. Korruption, Straßengewalt. Sowas passiert nun mal und normalerweise kümmert sich die Obrigkeit darum. Der neue Herzog ließ die Dinge schleifen. Aber Sokolov hielt ihn für den Kopf der Intrige. Er war schockiert. Und wenn Sie seine Geschichte kennen, dann wissen Sie, was das heißt. Wir wollten sofort nach Dunwall. Aber es ist was passiert. Der Kronenmeuchler. Ja, die Luke klappte auf und Sokolov schrie. Ich habe nur kurz etwas gesehen, das ihn übers Deck gezerrt hat. Ich bin ihnen nach, soweit es ging, zum Adamaier-Institut. Von der Alchemistin Hypatia. Vielleicht benutzt der Herzog einen Patienten. Den Kronenmeuchler. Erdameier war vor Jahren in Solarium. Ich gehe rein und beseitige den Kronenmeuchler. Vielleicht hilft mir die Alchemistin ja. Vielleicht auch nicht. Sei es drum, ich versuche mehr über Sokolov zu erfahren. Ich würde ja Glück wünschen, aber mein Glück wollen Sie nicht. Wenn Sie im Institut fertig sind, erledigen Sie den Wachturm. Dann kann ich mit dem Beiboot kommen. Wir nehmen das Beiboot, wenn Sie bereit sind. Thank you.
Wieso haben so viele so wenig getan? Es sollte nie so weit kommen. Das Juwel des Südens, meine Heimat. Soll ich sie jetzt im Hafen absetzen? Bereit. Die Stadt hat sich sicher verändert. Dann nichts wie ab. Noch einmal, mein Freund. Nach Erdameyer geht es nicht per Boot. Es ist zu gut gesichert. Die Garde hat da einen Wachturm. Gehen Sie landeinwärts und nehmen Sie die Bahn. Der alte Herzog von Cerkonos hat Kanaka jahrzehntelang aufgebaut. Herzog Luca Abele hat die Stadt dann in absoluter Rekordzeit geschröpft. Mit Orgien und Festen. Ich kannte den alten Herzog Theodanus. War ein guter Mann. Geben Sie Acht auf dem Weg nach Erdemeyer. Der Herzog hat die Stadt der Garde übertragen. Sie greift Fremde sofort an. Ich kann auf mich aufpassen. Hier sieht's ganz gut aus. Im Erdemeyer vernichten sie den Kronmeuchler und forschen nach Sokolov. Alchemistin Hypatia wird ihnen helfen. Sokolov mag sie. Dann bis später beim Erdemeyer. Warten Sie nur mit dem Boot, bis ich den Wachturm ausgeschaltet habe. Willkommen in Karnaka, Fremder. Brauchen keinen Gesichtsschutz. Im Hafen gibt's nicht viel Staub aus den Bergwerken. Was ist das für ein Schiff? Kennst du den Kapitän? Die Dreadful Whale. Nein, steht nicht im Register. Vielleicht ein neuer. Das Erdemeyer in der Ferne. Wir warten ein, zwei Tage. Und wenn sie dann immer noch da ist, sag ich einem Freund in der Garde, mit einer Einheit an Bord zu gehen. Falls sie auf Schmuggelware warten, haben sie die bis dahin eingeladen. Ja, ist nicht schlecht. Kriegen wir was vom konfiszierten Zeug? Verdammt! Immer halt. Das kann doch alles nicht sicher. Sie kommen hier schon klar. Halten Sie nur die Füße still. Mein Ratschlag? Machen Sie hier keinen Ärger. Mein Outsider, verdammt! Guten Tag. Manchmal fühle ich den Wind auf meiner Haut und deine Berührung. Du weißt doch, dass das für uns bestimmt war. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich habe Schreckliches gesehen. Diebe, die ein Kind schlagen. Blut fliegen. Deine blutbefleckten Hände. Wieso haben so viele so wenig getan? Es sollte nie so weit kommen. Eine Leiche? Hier? Er will die Miete pünktlich? Vielleicht zahle ich einfach nicht. Was will er schon machen?
Mitbürger. Während der Abwesenheit des Herzogs möchte ich dies hier verkünden. Aufgrund der die Blutfliegen gab's schon immer. Albe Kaiserreich ist mir auf den Fersen. Ich freue mich fast auf den Kampf, wenn sie mich erwischen. Ich musste es tun. Die sakonische Garde wird alle Ausländer. Zu spät dafür, Apollo. Rate, was jetzt passiert. Die Teilnahme ist Pflicht. So werden wir spitzellos. Vergiss nicht, wenn dich jemand fragt, er ist durchgerannt. Klar, war zu schnell für uns. Hey, wie läuft's da oben mit der Windmühle? Alles klar? Keine Sorge, sie dreht sich. Genug Elektrizität da. Gut, gefällt mir besser, als die Walöltanks zu benutzen. Der Wind geht nicht aus. Solange die Windmühle funktioniert, die gehen auch oft kaputt. Nur eben anders. Und sie über... Sakonos und Gemahl der Kaiserin. In den 3 Tagen nach der Rückkehr des Herzogs werden alle Regierungsaktivitäten eingestellt, da der Herzog sich von seinen Reisen erholen muss. Außerdem gelten zusätzliche Gebühren für Fußgänger in der Nähe des Großpalasts. Zetert, als wäre die eine die letzte Frau der Insel. Wollt ihr einen Strauß Mimosen zuwerfen? Sie mussten ihn wegzerren. Ich war mehr am Aufräumen interessiert. Schon jemand fürs Wegschaffen der Leichen zugeteilt? Manchmal tragen sie noch Uhren und Anhänger und so. Wirklich? Noch nie dran gedacht. Wenn der Lieutenant zurück ist, frage ich, ob sie freiwillig gebraucht. Guter Mann. So können wir sie heimlich wegschaffen. Vielleicht auch nach Silberzähnen suchen. Das braucht Zeit, glaub mir. Gardisten, Schoßhunde des Herzogs. Was?
Kopf bringt einen guten Preis in Silber! Du gehst nirgendwo hin! Ich werde über deine Leiche gerieten und du wirst für seinen Tod büßen! Willkommen. Sehen Sie sich um. Zu Hilfe! Hilfe! Zu Hilfe! Station Eddermeyer. Hier geht's zum Institut. Station Eddermeyer. Da draußen ist doch niemand mehr. Fast niemand. Hier geht's zum Institut. Das meinte ich nicht. Warum brauchen wir überhaupt die Karte? Das Eddermeyer-Institut ist strategisch wichtig für den inneren Zirkel des Herzogs. Mehr hat man mir nicht gesagt. Sie wissen ja, wie es läuft. Ja, wir befolgen nur Befehle. Verstanden. Aber trotzdem seltsam. So ein verträumter Ort wie das Institut. Sich was bewegt. Hallo, alter Freund. Immer kriege ich die Schicht. Ich verwette mal. Bleib wachsam, sagt er. Und ich sag, ich bin immer wachsam. Klar, sagt er, aber diesmal meine ich's ernst. Wer ist das?
Das Eddermeier. Meine beste Chance, den Kronenmeuchler zu finden. Früher war das hier ein Solarium für die Verjüngungskuren der Reichen. Es wurde kurz nach der Seuche in Dunwall gegründet, vor 15 Jahren. Alexandra Hypatia ist die leitende Alchemistin. Und egal, ob Anton Sokolov noch dort ist, sie wird meine Fragen beantworten. Bedeutet das eine weitere Schicht ohne Bezahlung?